Peter, vergesst das Teelicht nicht. Oh ja. Mit den Teelichtern hat es bei den Danzers eine besondere Bewandtnis. Warum ist das im Kühlschrank, Herr Danzer? Teelichter halten doppelt so lang, wenn man sie vorher einfriert. Herr Danzer hat 40 Jahre in der Buchhaltung beim Unternehmen Quelle in Nürnberg gearbeitet. Während die einst superreichen Quelle-Eigentümer jetzt Geldsorgen haben, können die Danzers heute prima leben. Danke. Herr Danzer weiß, wie viel er seiner Erziehung zur Sparsamkeit zu verdanken hat. Also mein Großvater war ein Schwabe. Und ich muss dazu sagen, Schwaben sind nicht geizig, die sind sparsam. Und eines muss ich sagen, wir sind wirklich dankbar, dass unsere Eltern uns das Sparen gelernt haben. Die leckeren Schnecken für einen Euro werden nicht eingefroren, aber noch einmal halbiert. Wirklich lecker. Da kaufen wir jetzt immer einen. Vom Vordach, merkt man gar nicht. So. Oh, das ist schon fast gar. Da kann man auch sparen. Das fülle ich jetzt nochmal auf. Und schaut mal, wieder frische Seife. Das kann man ein paar Mal machen. Und ja, wunderbar, das ist immer noch Seife dran. Da ist richtig Schaum. Umso mehr man verdünnt, umso besser wird's. So. Tipps wie diesen findet Herr Danzer vor allem im Internet. Hier wimmelt es nur so von Webseiten, die das Leben schöner, weil billiger machen. Na toll. Keine Fernsehzeitung kaufen, sondern in der Apotheke die Apothekenumschau holen. Hier ist das ganze Fernsehprogramm in der Übersicht vorhanden und es kostet nichts. Das müssen wir doch gleich mal probieren. Nicht nur billig, sondern gleich gratis. Der Opa hätte seinen Spaß gehabt.